Hab ich schon mal gesagt, dass es sehr praktisch ist, hier in so einer Steppe zu sein, wo so ganz viel Gras wächst. Light is coming, I need fire. Ich könnte ja mal unsere Bäume abfällen. Das mache ich am nächsten Tag. Heute widmen wir uns weiterhin nur noch ein bisschen dem Gras sammeln. Das hört sich schon so voll schön an, als würde man in Schnee rumlaufen, obwohl hier noch gar keiner liegt. Richtig nice. Südlich. So. Bei uns Bauern ist das so. Nee. Textsicher wie eh und je. Hashtag textsicher. Ich hätte eigentlich schon zwei richtig lustige Hashtags. Hashtag vorlesen und Hashtag textsicher. Ich bin so ein Spasti. Was kann ich eigentlich? Ich kann ja nicht mal richtig zocken. Ich kann das Spiel ja auch nur, weil ich es totgesucht habe. Wie gesagt, 185 Tage überlebt. Und ich sehe es kommen, dass ich das hier auch hinkriege. Obwohl, ich habe noch keinen Wiederbelebungsstein gefunden. Mmh. Ja, so etwas gibt es nämlich auch. Aber ich meine, wir haben jetzt erstmal Winter und den müssen wir überleben. Weil der Winter ist sehr hart und kalt. Ups. Ja. Jetzt haben wir wieder ein Stack Gras. Und was haben wir dann noch ein paar Häschen. Oh, ah ne, komm, ich lasse den jetzt in meinem Inventar. Ich pflücke mal hier. Ich pflücke vor allem, ne? Ich hole mal mein Fleisch hier runter. Ich hätte runterholen gesagt. Was hänge ich jetzt da auf? Ich glaube, die Nacht hier warte ich gerade noch. Und dann kann ich hier das ganze Fleisch essen. Dann geht es nämlich meinem Magen so scheiße, dass er unbedingt irgendwas braucht. Aber wir können doch hier auch mal das Zeug abfarmen. No. Ups. Wird die brennen? Nein. Geil, okay. auch noch mal was Schönes zu essen. Was ist denn das? Durian. Okay. Plant. So, jetzt haben wir sogar in der Nacht mal was Produktives noch gemacht. Oh. Ratatouille. Das heilt leider nicht so viel. Oh, nein, nein. Söche, Papierchen. Das. Ach komm, scheiße. Das kann ich nicht verbrennen. Ich leg's eben daneben. Wo habe ich denn meinen Hut? Da ist mein Hut. Hut. Ah. Mann, ey.
Da wird es mir wieder so kalt, wenn ich das hier so stürmen sehe. Ach ja, ich erinnere mich, wir wollten ja an dem heutigen Tage ein bisschen Holz machen. Ups, so. Was? Okay. Auf einmal ist das... ist das ganze Schnee weg. Hauptsache die eine Achse ist kaputt gegangen und die andere wird direkt ausgerüstet. Sehr schön. Flattert an meinem rechten Ohr. So. Und weiter im Text. Ups. Das ist sogar schon die letzte Axt. Sehr schön. Ah, die reicht niemals für die letzten großen Bäume hier. Alter, guckt euch mal das ganze Holz an. Das könnte knapp werden. Sehr knapp. Ja, es wird knapp. Oder? Nee, es reicht. Geil, es reicht. Ja! Ich gucke nämlich die ganze Zeit hier unten auf die Prozent und gucke, ob es reicht. Aber es reicht auf jeden Fall. Ja. Ich kann sogar den hier noch abschlagen. Dann ist die Axt nämlich komplett kaputt. So. Und jetzt alles aufheben. Juhu! Night is coming, I need fire. Nein, noch nicht. So, die Bäume werden natürlich gleich auch direkt noch nachgepflanzt. Ich erschrecke mich immer vor diesen Bäumen. Ich glaube, wenn wir hiermit fertig sind, dann haben wir erstmal genug Holz. Ausgesorgt fürs Leben. Na nee, dafür nicht, aber so vorerst. La 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 la. Alter, schon fast zwei Stacks. Korrigiere, es sind zwei. Die Musik ist schon wieder weg, das heißt, ich muss euch schon wieder komplett unterhalten, nur mit meiner Stimme. Ah! Vielleicht ist das auch der Sinn eines Let's Plays. Ja, ich glaube, es ist naheliegend, das Publikum nicht nur anzuschweigen und dem Viech, das du gerade spielst, zuzugucken, wie es irgendwelche Baumstümpfe aus dem Boden hobelt. Hebelt. Alter, drei Snacks. Was geht? Und die Schaufel ist genau kaputt gegangen. Ja, sehr gut. So, ein bisschen nachpflanzen. So, da noch einer hin. Und hier noch ein paar. So. Ja, das ist richtig. Oder? Ah, ich mach noch ein paar. Ups. Oh, mir wird kalt. Oh, Alter. Mein armes Herz. Ups. Über dieser Baum gewachsen ist. Ah.
Krieg hier noch ein Herz, Kaspar. Ja, das reicht auf jeden Fall, Alter. Und so ein bisschen Holz. Jetzt müssen wir halt nur noch hier auf unsere Freunde warten, bis die irgendwie mal hier wieder nachwachsen. Wie sieht es denn mit nur mit Gras aus? Nämlich sehr spärlich, verdammt. Ich mach mal ein paar Ropes. So, 10 Ropes. Hab ich die schon mal auf Reserve. Und... Oh, Stricken. Mit Feuerchen warten. Bis der Morgen erwacht. So. Am nächsten Tag esse ich das letzte hiervon. Und dann gucke ich, dass ich wieder noch ein paar Häschen aufhänge. So, wir sind sogar noch ein paar fertig. Sehr schön. Puh. Wir haben schon wieder sehr viel geschafft. Und, ach ja, genau. Während ich jetzt hier warte, kann ich hier etwas machen. Nämlich meine ganzen Steine mal hier rausholen. Die werde ich nämlich jetzt alle brauchen. So, Cutted Stones. Brauchen so ein paar. Ich frage euch jetzt garantiert wofür, aber der kluge Don't Starve-Spieler wird es eventuell wissen. Ich weiß nicht, wie man irgendwie so richtig professionell, in Anführungszeichen, professionell dieses Spiel spielen kann, aber ich mache auf jeden Fall immer so, so fühle ich mich nämlich sicherer. So. 10 Stück mache ich noch, soweit es geht. Ja, es klappt. Stone ist wieder hier rein. Also genug haben wir auf jeden Fall noch. So. Ist hier irgendwo schon Gras nachgewachsen? Ist schon Gras über die Sache gewachsen. Wir brauchen neue Fallen. Dafür brauchen wir Gras. Ja, die ganze Zeit hier nur am Craften. Aber ich meine, wir wollen ja überleben. Braucht man einige wichtige Sachen, wie zum Beispiel ganz viele Fallen. So. Da noch eins hin. Da noch eins. Da noch eins. Eins Falle vor allem. Und hier. Übrigens meine Hauptbeschäftigung immer gewesen hier im Winter. Fleisch sammeln. Ich meine, großartig was anderes kann man ja auch nicht machen. Man muss ja gucken, dass man über die Runden kommt. Oh, noch mehr Fleisch ist fertig. Juhu! Das heißt, die nächsten Hasen kann ich direkt aufhängen. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben 8 Rots und wir haben 5 Hasen. Das heißt, 3 Häschen will ich noch haben. Damit ich die alle auf einmal aufhängen kann.